Was sollte ich tun? Es gab nichts anderes, nichts anderes. Alles muss verbrennen! Dampfern hinuntergingen, wie wir sie streichelten, weil sie frisch angestrichen waren, weil sie auf uns warteten. Dann war Vater glücklich, dann liebte er, wie er sagte. So müsste das Leben immer sein, sagte er. Sich für uns, nicht Mama. Erst oft nach Gewürzen, Zimt und Nelken. Gerda, beeile dich. Es ist wie das Dampfboot läutet. Die Mama sitzt in der Kajüte. Wenn wir uns sehen, nein, sie ist nicht da. Arme Mama. Ist sie noch am Ufer? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ohne Mama ist es nichts. Dort kommt sie. Jetzt beginnen die Sommerferien.